Also ich heiße Monique, bin mit 31 Jahren schwanger geworden und in der 16., 17. Schwangerschaftswoche, wo eigentlich alles immer schön ist und Schwindel und Erbrechen und so weggehen soll, ging es bei mir eigentlich nur bergab. Meine Augen wurden immer schlechter. Ich habe ja immer wie so einen Schleier auf den Augen gehabt, wie so einen Grauschleier. Ich bin zum Arzt gegangen. Im MRT war ich, glaube ich, 8 Mal. Da wurde dann festgestellt, dass sich hinter meinen Augen wie ein Ödem befindet, was den Sehnerv abdrückt. Und das muss ich halt jetzt erstmal alles wieder regenerieren. Das kann mir aber keiner sagen, wie lange das dauert. Das kann nächste Woche gut sein, das kann in 3 Jahren gut sein, das kann aber auch gar nicht, das weiß halt keiner. Und es weiß auch keiner, wo es herkommt und was das genau ist, weiß eigentlich auch niemand. Und beim Augenarzt wurde bei mir festgestellt, dass halt mein Sichtfeld, dass das total eingeschränkt war. Und das wurde dann halt immer schlimmer. Aber an sich so, meine Augen sind gesund, es ist halt der Sehnerv, der beschädigt oder verletzt ist. Wenn man ja 31 Jahre sein Leben sehr selbstständig und die Wege alles allein gemacht hat, ich habe mein Haushalt komplett allein geführt, ich habe so meinen Alltag, meine Arbeit, das vermisst man natürlich ganz klar, dass man da jetzt immer Unterstützung braucht. Ich habe im Krankenhaus mit dem Professor gesprochen und ihm erzählt, dass es halt eine Klinik gibt, die halt auf Augenkrankheiten oder Augenerkrankungen spezialisiert ist, und er war erst nicht dafür. Dann hat er gesagt, aber ich gebe eine Adresse von einem Professor, der hier auch praktiziert, also in der Uniklinik. Und dann hat er ihren Namen gesagt, und dann sage ich, na, das ist doch die Klinik von ihm. Ach, na, dann ist das was ganz medizinisch, denn bin ich total dafür. Weil er wollte aber nicht, dass ich halt, dass mir halt nur versprochen wird, da kann was rausgeholt werden. Und ja, da wird dann vielleicht Geld abgezockt und dann passiert überhaupt gar nichts. Dann wusste er, dass es was Medizinisches ist, und dann sagt er, dann bin ich ganz klar dafür. Ja, dann bin ich mit meiner Mutter hier vorbei, weil wir ja auch aus Magdeburg kommen. Und haben uns dann mit Frau Sabel unterhalten, und daraufhin habe ich ja meine ganzen Papiere hier abgegeben und ja, mich wie beworben quasi. Am Anfang, man weiß halt nicht, wie es weitergeht, was einem natürlich Ängste bereitet. War aber von allen Sachen sehr, sehr positiv überrascht. Es gab viel Wechselstrom, was mir dolle geholfen hat. Viele Gespräche, viel Augenyoga, viel Atemübungen. Hab gelernt, dass man sich halt die Zeit am Tag nehmen muss, dass man sich auch mal runterfährt, dass man 10 Minuten am Tag auch mal für sich ist. Meine Wahrnehmung hell-dunkel wird immer besser, weil ich halt auch so Gegenstände, Möbel, Personen, so die Umrisse wahrnehme, ist halt meine Orientierung auch viel, viel besser. Oder Flackern vom Fernseher, meine Wahrnehmung im Spiegel, sowas wird deutlicher. Gibt mir natürlich die Kraft und die Hoffnung, dass das wieder wird. Weil ich ja sehe, dass Veränderungen sind, dass es halt von Tag zu Tag, von Woche zu Woche immer besser wird. Das ist halt für mich auch, was mich halt so optimistisch, positiv denken lässt. Weil das halt, weil man merkt wirklich, und auch mit Erzählungen mit anderen, die merken ja auch meine Veränderung. Viel mehr, ja, Wahrnehmungen da sind oder die Blicke halt gezielter sind. Seitdem ich das Augenyoga regelmäßig durchführe, wird mir persönlich immer öfter gesagt, dass meine Augen halt viel kontrollierter zu meinen Gegenüber mit Gesprächspartnern, dass meine Augen viel kontrollierter dahin gehen, dass die halt nicht so wegrollen oder ich woanders hingucke. Das finde ich durch das Augenyoga, weil ich das echt immer mache, dass das halt sicherer geworden ist alles. Dass dieser Blickkontakt mit Menschen, die sich mit mir unterhalten, viel, viel direkter dahin geht, oder gezielter dahin geht. Durch diese Atemübungen, da muss die 10 Minuten am Tag, muss man sich einfach Zeit nehmen, sich mal entspannt hinsetzen, diese Atemübungen durchführen, und man wird die ersten Male wirklich merken, dass das mit dem Atmen gar nicht so einfach ist. Wo man immer denkt, ja gut, dann atme ich halt, aber so ist es halt einfach nicht. Ja, und da fährt man halt extrem runter. Ja, man kann sich mal ausruhen, und diese 10 Minuten am Tag sollte sich wirklich auch jeder mal Zeit nehmen, und die hat man auch. Vorher habe ich Kosmetikerin gelernt, also ich bin staatlich geprüfte Kosmetikerin und dann halt seit 13 Jahren bei Müller in der Parfümerie tätig. Ja, dadurch, dass ich momentan nicht sehen kann, ist natürlich meine Wahrnehmung durchs Riechen, Hören, Fühlen, Tasten, sowas alles viel, viel, viel sensibler, viel extremer. Bei mir ist das Hören ganz extrem ausgeprägt jetzt, also ich höre das Gras wachsen sozusagen. Also mein Geruchssinn ist natürlich auch sehr, sehr ausgeprägt, was natürlich für meinen Job, weil ich halt sicherlich von Düften her oder so viele Sachen rausriechen würde, was vielleicht wer anders nicht könnte. Und ich sage ja auch, ich bin 32 Jahre alt. Nur weil ich gerade nicht gucken kann, ist mein Leben bei weitem nicht vorbei. Und das heißt für mich auch nicht, dass das Leben doof ist oder so. Es ist trotzdem schön. Kann gerade nicht gucken, aber auch das wird halt wieder. Und trotzdem bin ich glücklich. Ich habe ein wundervolles Kind, ich habe einen ganz, ganz tollen Partner und ich habe die beste Familie, die es gibt. Und ich habe auch einen super Freundeskreis. Habe tolle Kollegen, also mein ganzes Umfeld ist super. Und
deswegen habe ich, hab ich gar keine Zeit, meinen Kopf in Sand zu stecken. Wirklich nicht. Ich bin nicht auf Leute eifersüchtig oder neidisch, die gucken können, weil jeder hat sein eigenes Schicksal. Das ist nun mal gerade mein Schicksal. Man muss halt das Beste rausholen.